if just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. So also fühlt sich die neue Freiheit an. So also fühlt sich das Ende einer Pandemie an. Ja, ich bin ehrlich, ein wenig Enttäuschung macht sich schon bei mir breit. Nicht falsch verstehen, nicht, dass diese ganze Geschichte hier mit dem C endlich ein Ende gefunden hat, offiziell. Nein, was mich so ein bisschen bedrückt und was mich so ein bisschen traurig auch macht, ist die Selbstverständlichkeit, ist dieser einfache Übergang zu einer Normalität. Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass es große Feierlichkeiten gibt, wie in anderen Ländern zu diesem Anlass, aber in Thailand ist das irgendwie scheinbar so einfach in die Normalität übergegangen. Natürlich darf man nicht vergessen, es wurde über Wochen und Monate so nach und nach alles ein bisschen gelockert, alles ein bisschen vereinfacht. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen und die ganzen Kontrollen und so weiter wurden nach und nach abgeschafft, so dass es natürlich jetzt so ein einfaches Auslaufen ist. Aber trotzdem hätte ich erwartet, dass dieser Tag gestern irgendwie in einem anderen Rahmen abläuft, dass man den Leuten das ganz, ganz klar nochmal sagt, passt auf, es ist hier vorbei, wir haben das geschafft. Es gab während dieser Zeit, wir haben euch ja die ganzen 2 Jahre dadurch begleitet, mit jeder Kleinigkeit, die schlimmer, schlimmer, schlimmer wurde, gab es riesige Sondersendungen im Fernsehen, ähnlich wie bei euch. Alles wurde richtig schön hochgekocht, aber an dem Tag, wo das alles vorbei ist, nicht ganz Funkstille, aber einfach aus meiner Sicht viel, viel, viel zu wenig, um den Leuten einfach mal zu sagen, passt auf, es ist vorbei, es ist alles erledigt, ihr habt es gut gemacht, ihr habt das gemacht, ihr habt das gemacht. Nee, da hört man leider nichts. Vielleicht, natürlich wie immer, ist das nur so ein Gefühl, vielleicht ist es auch nur mein Eindruck. Natürlich hat man in den TV-Sendern und so weiter diese Nachricht verbreitet. Man hat aber hier eher den Fokus darauf gelegt, welche technischen Sachen nicht mehr möglich sind. Zum Beispiel die ganzen Apps, dass die nicht mehr funktionieren werden, dass die Daten, die in den Apps gesammelt wurden, gelöscht wurden und unwiederbringlich weg sind und so weiter. Dass man jetzt keine Tests mehr braucht bei der Einreise, dass man unterwegs nicht mehr getestet wird und, und. Aber all diese Dinge, wie gesagt, für mich ein bisschen dünn, ein bisschen zu wenig. Ich hätte mir da persönlich deutlich mehr erwartet. Einen kleinen Dämpfer natürlich zu all diesen ganzen Freiheit und Ende von Maßnahmen und so weiter Geschichten gab es trotzdem nochmal. Es wurde ganz klar nochmal in den Medien verbreitet, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin eine Maskenpflicht besteht. Das bedeutet, wenn ihr mit dem Bus fahrt, wenn ihr mit dem Zug fahrt, wenn ihr in Bangkok mit MRT, BTS, eventuell mit Taxi, Moped-Taxi und so weiter unterwegs seid, Maskenpflicht ist vorgeschrieben in diesen Bereichen. Ebenso, man höre und staune, in Kinos. So, wie das umgesetzt wird und so weiter, ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir hatten es ja auch schon oft gesagt, es ist kein Gesetz, es ist nur eine Empfehlung. Aber hier ist es zwingend noch vorgeschrieben. Bußgelder und so weiter soll es wohl weiterhin nicht geben. Allerdings auch hier nimmt man von dieser Freiheit in Anführungsstrichen wieder so ein bisschen raus und nimmt man wieder ein bisschen was von den Leuten weg, um sie auch natürlich entsprechend dann wieder bei Laune zu halten. Auf den Straßen, wenn man hier so unterwegs ist, in den Geschäften, okay, in Pattaya hatten wir auch schon öfter gesagt, ist das Thema so ziemlich durch, kaum noch jemand spricht, die Leute haben alle andere Sorgen, die Leute haben alle andere Interessen wieder. Man sieht hier auch an den Regentagen viele Leute am Strand, die Familien sind unterwegs. Also ein gewohntes Bild wie in den letzten Wochen und Monaten schon. Also das Thema ist bei den Leuten scheinbar so richtig durch. Allerdings so ganz verabschieden möchte man sich noch nicht. In den Shoppingcentern, die Mitarbeiter alle noch schön maskiert. In den Supermärkten teilweise genau dasselbe Bild. Die einzigen, die ja das alles ein bisschen lockerer sehen, sind natürlich die Ausländer. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist einfach hier in Pattaya, niemand schaut einen komisch an. Aber in Bangkok, wie gesagt, da ist es noch ein bisschen anders. Da scheint es noch ein bisschen strenger zu sein. Ebenso einige Hotels, Kondos und so weiter. Naja, was soll man machen? Die Freiheit fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen an wie ein schöner goldener Käfig. Nichtsdestotrotz, ein wichtiges Thema wird und bleibt der Tourismus sein für die letzten 3 Monate des Jahres. Wir hatten es ja in einigen Videos schon mal angesprochen, man möchte noch mal 5 Millionen Urlauber hier
ja, dafür gewinnen, nach Thailand zu kommen, um halt hier wirklich auch die Leute, die über 2 Jahre jetzt in dem Tourismussektor nicht wirklich Geld verdient haben, nicht wirklich ihren Lebensunterhalt erzielen konnten und so weiter, denen sei alles gegönnt, denen sei jeder einzelne Tourist gegönnt. Ob das alles funktioniert, ob das alles klappen wird, hatten wir schon so oft gesagt, wird man sehen. Große Hoffnungen liegen weiterhin an chinesischen Urlaubern, die kommen sollen. Dort möchte man das auch ein bisschen ausbauen, die bisher sehr, sehr viele Urlauber nach Thailand gebracht hat, immer noch nicht in der Lage herzureisen. Ähnlich sieht es aus mit russischen Urlaubern, obwohl die natürlich mittlerweile auch vom Straßenbild zu sehen sind und so weiter. Um die Touristen, die jetzt hier sind, gerade in Pattaya, ein bisschen den Aufenthalt angenehmer zu gestalten, ist nochmal die Polizeipräsenz an den Stränden verstärkt worden. Vor allen Dingen das nächtliche Party machen, Alkohol trinken, also all diese Dinge, die dann auch damit einhergehen, Kriminalität und so weiter, soll damit unterbunden werden, ist ein gutes Zeichen. Wie gesagt, wir haben uns in Pattaya nie unsicher gefühlt, wir haben uns hier auch nie in irgendeiner Art und Weise in solche Geschichten da verwickelt gesehen. Allerdings in den Nachrichten hat man halt immer wieder Berichte über Trinkgelage, neuerdings auch sehr oft Probleme mit dem berauschenden Zeug, was hier mittlerweile ja mehr oder weniger legal ist. Und all diese Dinge möchte man damit natürlich ein bisschen einschränken, damit halt, wenn die Urlauber kommen, es hier nicht zu negativen Schlagzeilen gibt, wie zum Beispiel vor wenigen Monaten, als sich das mit den Indern häufte. Mittlerweile entweder gibt es keine Probleme mit Diebstählen für Inder oder es wird nicht mehr in den Nachrichten gesagt. Keine Ahnung, auf alle Fälle ist das Thema scheinbar durch. Wen es noch interessiert, auch die Affengeschichte hört hier nicht auf. 2 neue Fälle auf Phuket, wo auch wieder ein Deutscher scheinbar mit beteiligt ist. Ja, wie das auch immer ist, dann wird das auch wieder groß breit getragen, diese Ausländer. Wichtiger Hinweis vielleicht noch für die Zuschauer, die gerade in Thailand sind. Am 10. Oktober ist ein hoher buddhistischer Feiertag hier. Das bedeutet dann wie immer Alkoholverbot. Offiziell im laut buddhistischen Kalender ist das auch das Ende der Regenzeit. Schön wäre es, wenn es so wäre. Damit haben wir natürlich dann wieder mehr Sonne und können euch ein bisschen Sonne nach Europa schicken. Wäre interessant. Also nicht vergessen, 10. Oktober. Sich vorher mit Alkohol eindecken oder der kleinen Oma an der Straßenecke entsprechenden Besuch abstatten. Die freut sich auch über Umsatz, der dann nicht zu 7-Eleven und Konsorten geht. Liebe Zuschauer, es wird langsam ein bisschen nass. Ihr habt es gesehen, auf der Kamera auch viele Regentropfen. Das ist heute kein stilistisches Mittel. Es regnet wirklich so den ganzen Tag so ein bisschen vor sich hin. Ihr seht viele, viele Wolken am Himmel. Nicht wirklich angenehm, da bleibt man doch lieber im kuscheligen Wohnzimmer, als da draußen jetzt hier rumzulaufen. Deswegen machen wir hier Schluss. Ich sage danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Falls noch nicht passiert, falls noch nicht getraut, gern den Kanal abonnieren. Kostet nichts, bringt uns ein bisschen weiter hier, damit noch mehr Zuschauer unsere Nachrichten aus Pattaya, aus Thailand sehen können. Eure Kommentare sind gern gesehen unter dem Video. Das Video liken. Und gerne auch teilen in sozialen Medien, wo wir nicht unterwegs sind. Und sagen wir danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.